Pressekonferenz nach dem Spiel St. Pölten Austria 1:2. Ja, Peter, nach den letzten Tagen ein sehr positives Signal der Mannschaft. Ich denke, du bist auch sportlich sehr zufrieden. Ja, ich bin wirklich sehr zufrieden. War für uns in der allgemeinen schwierigen Phase, die wir haben, was denn jetzt grundsätzlich den Club betrifft, aber die letzte Woche war natürlich noch einmal die waren am Sportplatz total fokussiert. Wirklich war beeindruckend, auch wenn man weiß, dass sie sich rundherum natürlich mit der Thematik des Clubs beschäftigen. Manche natürlich auch mit ihrer persönlichen Thematik. Das ist nicht so einfach. Aber am Trainingsplatz waren sie voll klar in der Arbeit mit dem Wissen, was jetzt auch sportlich gefragt ist, was eine mögliche Niederlage bedeuten würde an Schlagzeilen, an Themen und dass sie dort dann so dagegen gehalten haben. Das hat mich beeindruckt und gezeigt, dass die Gruppe intakt ist, dass sie versucht haben, ein positives Signal von Austria nach außen zu senden in der Zeit. Das ist das, was ich nochmal jetzt besonders zufrieden. Zwei Tage regenerieren, Dienstag schauen, nächstes Spiel. Ich durch hoffen, dass alles glatt geht noch mit der Lizenz. Kleine Schritte, wichtige Schritte, alles was jetzt notwendig ist. Dankeschön, Peter. Fragen bitte an den Peter, wenn es noch welche gibt. Bitte, Stefan. Ja, eine Frage, nach dem letzten Spiel haben Sie ja bekannt gegeben, dass Sie nicht mehr da aus der zur Verfügung stehen nach dem Sommer. Wie hast du die Mannschaft dann eingestellt? Verliert man dann ein bisschen an Glaubwürdigkeit oder sowieso, die Spieler werden sich auch die Gedanken machen, wenn man dann als Trainer irgendwas sagt, dass das in der Saison so man nicht mehr da. Wie geht man als Trainer damit um, dass man das verhindert? Ich brauche das nicht verhindern. Ich bin so wie ich bin und ich glaube, dass das alles intakt ist. Das ist das, was wir heute gezeigt haben, mit den ganzen rundherum Erscheinungen, auch mit dem, dass ich gesagt habe, dass ich im Sommer dann nicht mehr hier sein werde. Mani Zakaria hat gesagt, er ist nächstes Jahr auch woanders. Wenn ich heute spielen gesehen habe, habe ich gesehen, dass alles für diese Mannschaft, wo er jetzt noch ist, gibt. Ich denke, das ist ein normaler, logischer Sportlerzugang. Wir haben ein zu gutes Verhältnis, als dass da irgendjemand sich jetzt an denken kann. Das ist mir jetzt immer wichtig, oder was der sagt, oder sonst irgendwas. Ich glaube, unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Respekt und Wertschätzung. Und deswegen ist das auch nicht das große Thema. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es ja auch so ist, dass vielleicht der eine oder andere ja auch wissen muss für seine weitere Planung, ob ich hier weiter bin oder nicht. Der eine oder andere, ich sage es nicht, macht es davon abhängig, auch für den, was mir überhaupt wichtig. Das heißt, man muss dem ja ein Signal geben. Ich kann dem ja nicht 5 vor 12 sagen, ich bin raus und für die Auswahlplanung. Und es ist auch klar, dass es in irgendeiner Form auch dann notwendig ist, Richtung Sommer zu planen, also das ist überhaupt kein Problem. Also. Weitere Fragen? Alex, bitte. Peter, es gibt ja sehr unterschiedliche Fußballertypen. Manche wollen einfach nur Fußball spielen und der Rest ist ihnen relativ egal, solange das Gehalt kommt. Andere sorgen sich vielleicht jede Woche um einen Verein. Wie hast du das bei den Gesprächen miterlebt? Haben sehr viele versucht, über dich zu erfahren, was los ist, oder sind das doch im Grunde Fußballergespräche, die sie so führt? Nein, ich glaube, wir sind intensiver im Austausch, als es normalerweise eine Trainer-Spieler- oder Trainer-Mannschaft-Situation hergibt. Weil ich glaube, dass sie ja verdienen an Einschätzung, das alles zu bekommen, was wir so wissen. Also, das diskutieren wir offen durch. Genauso wie wir eben gesagt haben, wenn wir nicht in der Lage sind, quasi Spieler mit Verträgen auszustatten, wie sie sich das vorstellen und eine andere Option, einen anderen Club haben und sich verändern, wenn sie im Training ihre Leistung bringen und wenn wir das Gefühl haben, sie sind für den Verein da, dann werden sie auch zum Einsatz kommen. So ist unsere Zusammenarbeit. Das heißt, die ist
offen. Ich glaube, das ist so, so klar, wie es halt sein kann. Ich glaube, das ist wichtig, weil dann hast du Glaubwürdigkeit. Und das ist das, was wir in beide Richtungen auch bringen. Also Spieler fragen, wenn sie was belastet, und wir sagen ihnen, ich sage ihnen halt, wie ich glaube, wie der Status quo dann eben ist, und manches ist auch nicht mit 100% klar zu beantworten, weil es Sachen gibt, die man jetzt noch nicht weiß, aber das ist schon eine Mannschaft, die macht sie schon Gedanken, was den Club betrifft, das muss man logischerweise schon sagen, klar. Eine Frage zum Spiel, der Alex Schmidt hat bis auf die Chance in der ersten Minute eigentlich kaum den Ball berührt, zweite Hälfte hat er dann weiter zurückgezogen gespielt und plötzlich hat es so gewirkt, als würde die Austria wanken. Dann, sagen wir mal, bis zu diesem Moment, wo der doch eher glücklich zustande gekommene Handelfmeter passiert ist, hast du da die Sorge gehabt, dass das jetzt trotz der guten Chance in erster Hälfte, dass das am Ende vielleicht dann doch ein schlechtes Ende nimmt, weil der war eigentlich eine Viertelstunde zerbrochen klar besser. Wir haben diese 10 Minuten auf jeden Fall nach der Pause richtig ein Problem gehabt, weil sie von der Systematik was umgestellt haben. Das ist dann von außen auch nicht immer ganz so leicht, auch wenn keine Zuschauer sind, das gleich in der Sekunde zu korrigieren, aber wir hätten es dann, ich glaube, wir waren auf einem guten Weg, das so weit zu coachen, dass man das auffangen kann, nämlich die Viererkette enger zusammenzuhalten und nicht so breit zu stehen mehr und den zwei Spitzen, die sie dann gehabt haben, nicht quasi die Anspielmöglichkeiten zu geben, sondern dass wir schon drauf sind. Das Problem war ja, dass man auf diesen Halbpositionen der Spitzen und dann auf der 10 die Abstimmung nicht gehabt haben. Ich glaube, dass wir das dann auch so weit hingekriegt haben und dass das dann auch wieder besser funktioniert hat. Aber das ist halt manchmal so, dass wie soll ich sagen, eine Abstimmung nicht und eine Veränderung nicht in der Sekunde gleich mit einem Schnippen korrigiert werden kann, wenn man bedenkt, dass die Viererkette wahrscheinlich so in der Konstellation auch noch nie zusammengespielt hat. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Dafür finde ich, haben sie das bis auf die 10 Minuten, wo wir mit dem Zentrum die Probleme dann gehabt haben im offensiven Bereich, haben sie es eigentlich sehr gut. Stefan? War das eher ein kritischerer Sieg oder im Gesamt gesehen, dass man sagt, dass sie so genau gerecht geworden? Ich finde, dass es auch gut passiert ist, wenn ich die 90 Minuten schaue. Wenn ich natürlich alles zerlegen will, wie es will, dann kann ich sagen, nach 30 Sekunden können wir eins nach hinten sein, dann wenn es ganz anders läuft, weiß ich nicht, wenn wir es 1-1 nicht gleich danach machen, kann es auch anders laufen. Wenn die 10 Minuten nach der Pause anders laufen, kann es auch sein. Und wenn ich den Rest anschaue, sage ich, dann machen wir es besser. Okay, dann ist beantwortet. Okay. Dann danke schön, schönen Samstag und Sonntag.